Wir haben die Software gewechselt, weil Michael uns gebeten hatte, dass er ein Video von seinem Input braucht. Und wir haben in den letzten Wochen bei der Software, die wir bis dahin benutzt hatten, zwar auch immer mitgeschnitten und Videos gemacht, da gab es aber immer irgendwelche technischen Schwierigkeiten und wir konnten uns nicht wirklich darauf verlassen. Deshalb haben wir trotz Datenschutzbedenken, die ja gegen Zoom als Teil eines großen datensammelnden Konzerns sprechen, uns für diese Software hier entschieden, weil die in der Funktionalität einfacher und zuverlässiger funktioniert als die freie Software BigBlueButton. Das ist aus mancherlei Gründen bedauerlich. Aus anderen Gründen haben wir augenblicklich keine andere Möglichkeit gesehen. Ich hoffe, ihr könnt damit leben. Ich gehe mal davon aus, sonst wärt ihr wahrscheinlich jetzt nicht hier. Falls Menschen dabei sind, die bisher mit Zoom nicht gearbeitet haben, wenn ihr mit dem Cursor ganz nach unten geht, habt ihr links die Möglichkeit, das Mikro an- und auszuschalten und die Kamera an- und auszuschalten. Da bitte ich euch, was das Mikro betrifft, herzlich drum, das auf jeden Fall zu machen, solange ihr nicht sprecht, weil in der Aufnahme, so wie wir sie machen, alle offenen Mikros mitgeschnitten werden. Also wir nehmen Sprecherfunktion auf und wenn mehrere Leute die Mikros anhaben, dann haben wir da einen ziemlichen Salat. Also seid so lieb und macht die Mikros aus. In der Mitte des Bildschirms unten habt ihr einige andere Funktionen, unter anderem den Chat, der dann am Bildschirmrand aufgeht. Dort bitte gerne auch schon während des Inputs Kommentare eintragen, Wortmeldungen eintragen, die dann nach dem Input auch selbstverständlich nochmal mündlich vorgetragen werden können. Wolfgang Raul, Wolf, wird wie bisher auch an unseren Mittwochabenden den Chat ein bisschen im Auge behalten. Soweit es um Wortmeldungen geht, achte ich da aber auch drauf. Das genug der technischen Vorrede. Herzlich willkommen, Michael Opielka. Wir danken dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, uns das Zukunftslabor in Schleswig-Holstein vorzustellen. Beinahe hätte ich gesagt, das mal geplante Zukunftslabor. An beidem ist ja was richtig. Ein Teil ist in der Planung stecken geblieben und ein Teil hat es oder gibt es noch. Das wirst du uns aber genauer darstellen. Wir werden von dir einen Input von 15 Minuten oder ein bisschen mehr bekommen, weil es eine komplizierte Geschichte ist, wie du sagtest, die man nicht ganz einfach und verkürzt darstellen kann. Und danach dann bis 19 Uhr Zeit haben, darüber zu sprechen. Bitte, Michael, du bist dran. Ja, herzlich, einen herzlichen schönen Abend. Ja, die Sonne kam gerade raus, das nehme ich als ein gutes Zeichen für die heutige Diskussion. Ich sage kurz ein, zwei Sätze zu mir. Ich bin einerseits Professor für Sozialpolitik an der Ernst-Abbe-Hochschule in Jena und andererseits leite ich seit vielen Jahren, genau seit 34, fast das ISÖ, was jetzt in Siegburg ist. Und das ISÖ hatte den Auftrag, in einem zweistufigen Ausschreibungsverfahren die Projektleitung des Zukunftslabors zu übernehmen und zugleich auch die Evaluation, also ein sehr komplexes Projekt. Ich habe, damit es ein bisschen verständlich wird und ich jetzt so am frühen Abend ist man vielleicht nicht mehr so ganz fit, ist ein bisschen gut nachvollziehbar ist, habe ich jetzt einfach mal gesagt, ich mache mal eine Mini-PowerPoint-Präsentation. Ich hoffe, es funktioniert. Ich zeige euch jetzt hiermit etwas und zwar, wir beginnen damit das Projekt Zukunftslabor Schleswig-Holstein. Ich habe mir ein ganz grobes Schema aufgezeichnet, wie das Ganze funktionierte. Hier findet ihr auch die Online-Adresse, die habt ihr, war aber auch schon eine Ankündigung zu sehen. Da findet ihr sehr, sehr vieles, Videos, Aufzeichnungen. Das fand ja sehr viel statt in dem einen Jahr, in dem das Zukunftslabor in vollem Saft und Kraft blühte. Die Stufen, wir hatten eine Literaturstudie veröffentlicht, die findet ihr hier rechts auch, die könnt ihr auch bei unserer Homepage herunterladen. Also über die Homepage kommt man auch auf die Veröffentlichungen.
Da haben wir eine Bestandsaufnahme gemacht zum demografischen Wandel und der Digitalisierung in Deutschland und den Auswirkungen auf die sozialen Sicherungssysteme. Haben Schlüsselfaktoren identifiziert, die dann die Grundlage bilden sollten und auch bilden für die Entwicklung von Zukunftsszenarien. Einerseits, also vor welchen Zukünften stehen wir und welche Reformszenarien sind wir. Denn das ist jetzt die wirkliche Pointe des Projektes. Die Pointe war das, und das war auch eine Ausschreibung, die die Jamaika-Koalition sehr klug gemacht hat. Wir haben die Ausschreibung übrigens auch veröffentlicht, damit nachher keine, weil die war nicht öffentlich, aber wir haben sie dann veröffentlicht, damit mal klar ist, was wird da eigentlich erwartet. Und erwartet wurde, dass man die Idee des Grundeinkommens einbaut in eine Reflexion verschiedener möglicher Zukünfte der sozialen Sicherungssysteme insgesamt. Und zwar sowohl was steuerliche Systeme betrifft, als auch sozialpolitische Sicherungssysteme aller Art, also von der Rentenversicherung, Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Arbeitslosenversicherung, Transferleistungen, Kindergeld, Familiengeld und so weiter. Also sollte eingebaut werden in eine Gesamtschau, dass wir brauchen auch wirklich ein sehr kompetentes Team. Das hatten wir auch. Einer unserer Unterauftragnehmer war das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung. Ich sehe gerade, Jürgen Schupp ist hier auch gerade irgendwo zu sehen gewesen. Er war es nicht, aber sein Kollege Stefan Bach von einer anderen Abteilung, der ist einer unserer deutschen Steuerspezialisten, und die waren sozusagen mit ihr im Boot gewesen. Dann hatten wir eine Erfahrungsstudie gemacht zum Grundeinkommen. Also welche Erfahrungen? Wir haben dabei Länder ausgewählt, Finnland, UK und Italien, in denen Grundeinkommensexperimente oder sozusagen wie das Bürgergeld, das Bürgereinkommen in Italien, grundeinkommensähnliche Instrumente bereits in der Praxis umgesetzt werden. Das war sozusagen die Grundstruktur. Wir haben dann einen Zwischenbericht vorgelegt, Ende 2019 vorgelegt. Hier mal so die Gliederung, der ist dann eben auch, wir haben ein Buch dazu geschrieben. Das würde uns eigentlich, das ist ganz interessant, das findet auf der Homepage aber alles, dieses Buch, da will ich jetzt im Einzelnen, kann ich darauf nicht eingehen, das ist dieses Buch hier rechts, Zukunftsszenarien und Reformszenarien, das ist leider verboten worden. Also wenn ich euch das jetzt geben würde, dann muss ich für ein halbes Jahr ins Gefängnis oder muss 200.000 Euro bezahlen. Die Landesregierung hat uns die Veröffentlichung dieser Studie durch eine einstweilige Verfügung untersagt. Also wir haben de facto ist es der Zwischenbericht, den wir etwas weiter ausformuliert haben, also zu einer vernünftigen Veröffentlichung. Und das wollten die auf gar keinen Fall, dass es veröffentlicht wird. Anstattdessen haben die einen eigenen Bericht veröffentlicht, einen Bericht der Landesregierung an den Landtag, in dem ganz offen gesagt, der die Wirklichkeit doch etwas auf den Kopf stellt. Dazu haben wir aber auch Stellung genommen und das ist leider unglücklich, sehr unglücklich aus verschiedenen Gründen. Dazu werde ich gleich noch was Inhaltliches sagen, warum das so unglücklich gelaufen ist. Aber nur damit der Ablauf verständlich wird. Und damit, also Ende 2019, kündigte die Landesregierung eine Kündigung des Zukunftslabors an, begründet damit, dass wir nicht wissenschaftlich arbeiten würden. Das konnten wir natürlich auf uns nicht sitzen lassen. Sie kündigten aber zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt, der von allergrößter Bedeutung ist. Nämlich wir hatten zum Zeitpunkt, zu diesem Zeitpunkt hatten wir die Gesamtkonfiguration entwickelt über ein ganzes Jahr hinweg in vielen Phasen, sodass jetzt die sogenannte Mikrosimulation, also die Berechnungen durchs DIW, beginnen konnten. Also wir wollten jetzt die vier Modelle, die ich gleich zeigen werde, durchrechnen lassen. Hier nochmal vom Ablauf her, so hat das Ganze, der methodische Ablauf dargestellt worden. Also wir hatten dann eben literaturisch gemacht, Zukunftsszenarien, wir hatten vier Szenarien. Ich werde euch gleich was zeigen, was ganz interessant ist. Ich verstehe auch, dass die Landesregierung und was Teile der Landesregierung mit der Studie doch erhebliche Schwierigkeiten hatten, weil sie sich das so genau nicht gedacht hatten. Also die so genauer haben sie es nur auch wieder nicht erwartet. Aber so waren wir halt. Wir haben es halt so genau gemacht, wie es halt auch ausgeschrieben wurde. Wir haben Reformszenarien, also wir haben sozusagen vier Zukunftsszenarien, Markt und Eigeninitiative, ein Szenario starker Staat, ein Szenario Gemeinschaft zählt, ein eher konservatives Szenario und ein Szenario Teilhabe für alle, ein eher bürgerrechtliches und menschenrechtliches Szenario. Vier Zukunftsszenarien, die sehr ausdifferenziert waren, die man eben auch alle nachlesen kann. Und dann haben wir vier Reformszenarien entwickelt aus diesen Schlüsselfaktoren. Das hat die Regierung nicht gepasst. Beziehungsweise genauer gesagt, einzelne Mitglieder der Regierung im Sozialministerium, FDP-geführten Sozialministerium, nicht gepasst. Eine Diskussion dazu fand aber leider nicht statt. Also wir haben es natürlich nie gesperrt. Also hier sozusagen nochmal, aber vielleicht einen Punkt, da kann man es ganz gut erkennen. Wenn ihr es immer hier anschaut, hier haben wir eine Befragung gemacht. Das ist eine sehr interessante Befragung hier.
Da haben wir nämlich in dieser sogenannten Delphi-Befragung gemacht mit mehreren Wellen. Wie wahrscheinlich sind die Zukunftsszenarien und wie wünschenswert sind die Zukunftsszenarien? Ich kann es jetzt, wir haben jetzt zu wenig Zeit, um es darzustellen, aber wir können es alles nachlesen in diesen Veröffentlichungen. Und die Pointe ist, dass es genau gegenläufig ist. Das, was die Personen für wahrscheinlich hielten, beziehungsweise was sie für wünschenswert hielten, hielten sie nicht für wahrscheinlich. Also nicht ganz spiegelbildlich, aber mit einer erheblichen negativen Korrelation. Und das natürlich bedeuten, das bedeutet nämlich, dass die Leute das Gefühl haben, und warum ist es so? Naja, sie glauben, dass sozusagen Mächte in der Gesellschaft wirken, dass Einflussgruppen da sind, die eben das, was sie eigentlich wollen, torpedieren. Das ist sozusagen das, die Pointe. Das haben wir übrigens auch schon gemerkt, als wir einen Workshop im Ministerium gemacht haben. Das ist aber auch veröffentlicht, das findet ihr auch auf der Homepage. Stellen Sie auch aus, selbst die Leute im Ministerium, das, was Sie eigentlich für gut halten, gar nicht für wahrscheinlich halten. Das ist ganz interessant. Das kann man alles nachlesen, kann man alles finden. Und dann schauen wir uns nochmal hier diese Studie an. Diese haben wir, weil die, genau die Regierung behauptet, dass dieses Delphi, das wäre ja was ganz Primitives, sowas gibt es ja gar nicht. Ne? Stimmt natürlich nicht, das ist eine ganz etablierte Methode der Zukunftsforschung. Wir haben dann diese Methode und auch die ganzen Ergebnisse in einem bei dem Netzwerk Zukunftsforschung auch in der Konferenz mal vorgestellt und diskutiert und auch dokumentiert, weil es uns ganz sinnvoll erschien, das auch nochmal im Kontext anderer Zukunftsforscher zu diskutieren, haben wir natürlich gemacht und die haben uns da recht gegeben, was aber nicht anders zu erwarten war. Das ist doch Hand und Fuß hat, was wir gemacht haben. Und jetzt sozusagen die Ergebnisse, also die vier Grundmodelle, die Reformfinanzszenarien haben wir dann. Hier sind mal die ganz vereinfachten Factsheets, das ist im Detail natürlich alles sehr viel komplizierter. Die Grundidee war, dass wir vier Grundmodelle des Grundeinkommens, vier Grundmodelle der perspektivischen Weiterentwicklung der Sozialversicherung unterscheiden, die jeweils mit, also grundeinkommensbezogen sind. Das war die Idee. Wir wollten das Grundeinkommen nicht einfach in einem Modell diskutieren, sondern sozusagen sortieren in Grundmodelle der Sozialstaatsentwicklung. Die eine Modell, ein eher liberales Modell, Bürgergeld, das Modell einer Negativsteuer, bei der vor allem Arbeitsmarkt und Leistungsmotivation im Zentrum steht. Das zweite Grundmodell, Modell Sozialdividende, also jeder legale Einwohner erhält monatlich einen Betrag, der wird dann als Primäreinkommen und betrachtet, anschließend versteuert und gegebenenfalls verbeitragt. Da haben wir auch ein Modell, das war die zweite Achse, und das dritte Achse wäre sozusagen eher im jetzigen konservativen Sozialmodell Deutschlands verbleibendes Modell, nämlich das, was man so als Grundsicherung bezeichnet. Das ist eine Idee, die es schon lange in der SPD gibt. Hartz IV ging ins auch mal in diese Richtung, ist dann vor allem durch die Sanktionen und durch andere Dinge aus guten Gründen in Verruf geraten. Ist von Anfang an ja auch von Leuten wie mir auch kritisiert worden deswegen. Aber die Grundidee sozusagen, alle Grundsicherungsleistungen zusammenzulegen, die früher in verschiedene Systeme verteilt waren, die halte ich nach wie vor für richtig. Das ist sozusagen immer innerhalb des jetzigen Sozialsystems der Versuch, eine Struktur zu entwickeln, die sozusagen sozialpolitisch konservativ ist, aber dennoch sozusagen Grundeinkommenselemente beinhaltet. Und das Modell jetzt der grünen Garantiesicherung, also Modell von Habeck, zieht ja genau in diese Richtung. Das ist praktisch, das lässt die Architektur des konservativen Sozialstaats eigentlich unangetastet. Man möchte, weil man Angst hat, sich da irgendwie die Finger zu verbrennen und vielleicht auch, weil man es auch in seiner Gesamtkomplexität auch gar nicht überschaut. Das ist meine Beobachtung. Die meisten durchschauen das gar nicht. Und deshalb, also bleibt ein konservatives Modell. Und die vierte Variante wäre, was ich eine Bürgerversicherungsvariante, da könnte man sich eine sogenannte Grundeinkommensversicherung vorstellen, nach einem Modell der Schweizer Alterssicherung für alle Lebenslagen, die aber auf alle Lebenslagen ausgeweitet wird. Eine solche Grundeinkommensversicherung, da haben wir, hier habe ich auch bereits Kostenschätzungen schon vor vielen Jahren angestellt. Und das könnte man natürlich genauso vorstellen, das jetzt in diesem Modell zu brechen. Das sind so die vier Grundmodelle, die wir dann diskutieren wollten. Und genau als wir sie vorgestellt haben, auch parallel, parallel damit korrespondierend Grundmodelle zur Umstellung der gesamten Kranken- und Pflegeversicherung, das haben wir parallel mit strukturiert, das habe ich jetzt hier nicht rein, damit es nicht unübersichtlich wird. Und das sollte berechnet werden. Und da bekam sozusagen, da hatte dann die Landesregierung kein Interesse mehr daran. Das ist ja auch interessant, warum. Vielleicht deshalb zum Abschluss. Ich habe noch ein paar Sätze, ein paar Minuten, zwei, drei Minuten Zeit. Warum ist es so? Warum hat so ein tolles Modell,
ein tolles Programm, was eigentlich den Leuten gefallen müsste. Warum hat die Landesregierung, die das mit insgesamt 500.000 in die Hand nehmen, es war kein Modellversuch geplant, aber immerhin ein komplexer Prozess mit vielen Beteiligten, warum ist der gegen die Wand gefahren worden? Also ich muss hinzufügen, in etwa 4 Wochen haben wir vom Landgericht Flensburg die jetzt lange anberaumte, 1,5 Jahre anberaumte Gerichtsverhandlung, wo wir genau über die Frage, wo wir genau mit Landesregierung über die Frage streiten, ob die Kündigung überhaupt berechtigt war. Und wir sind fest überzeugt, sie war es nicht. Also es ist völlig hanebüchen. Aber wir werden natürlich sehen, wie das Gericht entscheidet. Wir sind gespannt. Es ist eine dicke Schriftsätze, hunderte von Seiten Schriftsätzen, die da hin und her geflossen sind und die man leider nicht veröffentlichen darf, weil es sehr interessant wäre, die zu veröffentlichen, weil da lernt man eine Menge über politische Argumentation und über auch über das, die Kooperation der Grünen im Kontext, sage ich mal, der CDU und FDP-Struktur. Und das ist schon interessant. Ich habe in der Ankündigung ja, oder haben wir ja kurz angekündigt, warum ist eigentlich so, warum ist es so, dass das Ganze so komisch gegen die Wand lief? Da will ich ganz einfach sagen, naja, weil bei den Grünen, wir haben Arvst Wagner in der Runde, Arvst Wagner war noch während der Koalitionsverhandlungen der Landesvorsitzende der Grünen und früher auch mal Bundestagsabgeordneter, der hat sich massiv für das Zukunftslabor eingesetzt. Robert Habeck hat sich dann sozusagen, hat dies auch mit unterstützt in den Koalitionsverhandlungen dann und auch nach außen hin auch präsentiert. Aber dann, als das Zukunftslabor endlich losging im Herbst 2018, also ein Jahr später, da war das Problem, da ist Arvst Wagner, ist da enttäuscht vom Umgang mit ihm bei den Grünen und weil er auch, ist er zurückgetreten und ausgetreten bei den Grünen und Robert Habeck ist nach Berlin gewechselt. Der hat nämlich dann im Herbst, genau kurz nachdem Zukunftslabor losging, hat er seinen Ministerposten in Schleswig-Holstein niedergelegt und war nur noch Bundesvorsitzender, hat dann geschworen nach außen hin, genau weiß ich es nicht, aber auf keinen Fall möchte er da sich irgendwie in Schleswig-Holstein einmischen, was man auch gut verstehen kann, denn als wir dann dort waren und das Ganze gemacht haben, haben wir gemerkt, da gibt es ja eine ganze Menge Leute, die also auf eine interessante und vehemente Art gegen das Zukunftslabor überhaupt waren, also bei den Grünen auch, und das natürlich nicht öffentlich gesagt haben, solange Robert Habeck noch was zu sagen hatte, aber die haben dann später alles dafür getan, dass das Zukunftslabor einfach keinen Erfolg hat. Sie hat keiner dafür eingesetzt. Und jetzt noch vor ein paar Monaten hat zum Beispiel die dortige grüne Finanzministerin auf einem Landesparteitag, das ist auch öffentlich dokumentiert, deutlich gesagt, also warum soll ich mich jetzt fürs Zukunftslabor einsetzen? Ich muss mich jetzt um Corona kümmern. Also mir war es nicht klar, dass das Finanzministerium sich so energisch um Corona kümmert. Aber gut, also jemals wollte sich nicht fürs Zukunftslabor. Also dabei war es, ist eben stellvertretende Ministerpräsidentin. Also wir merken, die Grünen waren desinteressiert. Die FDP hatte eine Idee, die war es fürs Zukunftslabor. Jeweils Garg war dafür, der Heiner Garg, aber er war eigentlich nur fürs Bürgergeld. Das Rest interessiert ihn eigentlich auch nicht groß. Wobei er war relativ aufgeschlossen, das ist meine Beobachtung. Aber in der FDP ansonsten, muss ich sagen, hat sich überhaupt niemand dafür interessiert. Und bei der CDU, das haben wir auch festgestellt, also da gibt es auch einzelne Leute, also jemals haben wir gehört, dass es diese geben soll, die sich dafür interessieren, aber wir sind ihnen eigentlich kaum begegnet. Und also es war eine ganz merkwürdige Stimmung, die ganzen Verbände, alle waren von Anfang an kritisch zum Zukunftslabor. Aus vielen Gründen will ich jetzt öffentlich nicht so viel darüber sagen, warum das so war. Aber also die Stimmung war, als wir anfingen, sage ich, was ist nicht mehr eine komische Stimmung? Also da will es ja überhaupt niemand. Und genauso war es. Und dann haben sie, und dadurch ist das Projekt erstmal gegen die Wand gefahren. Also ich finde nicht von uns, wir haben da uns echt große Mühe gegeben. Aber so ist der aktuelle Stand. Und damit bin ich mit meiner kurzen Präsentation, Viertelstunde hatte ich, hiermit schon am Ende. So, dann stoppe ich mal die Aufnahme. Michael, jetzt mal mit einem professionellen Mediator sozusagen versucht, vorher eine Einigung zu finden, weil es sind ja alles erwachsene Menschen und ich tue mich im Moment wirklich schwer, das nachzuvollziehen, wie sich sowas so hoch eskalieren kann, dass man jetzt vor Gericht sitzt. Ja, das ist in der Tat interessant. Ich habe so einen Fall, ja, ich meine, ich bin jetzt schon 64, ich habe sowas noch nie erlebt, so einen Fall. Ja, ich bin selber auch Supervisor, Gruppenanalytiker, ich beobachte solche Fälle schon auch. Und wir haben uns, nachdem die Kündigung reinkam, noch am selben, als die Kündigung kam rein, ich habe mich sofort ans Telefon gesetzt, meinen engsten Freund angerufen, der ist Jurist, und gesagt, kennst du jemanden, eine internationale Anwaltskanzlei, die uns sozusagen so berät, dass wir in eine Kommunikation kommen.
Und da haben wir haben 18.000 Euro hingelegt, nur für diese Stundenhonorar von 500 bis 600 Euro, diese Kollegen von der Anwaltskanzlei. Das kann man uns natürlich auf Dauer nicht leisten. Also wir haben uns echt bemüht, da haben wir versucht, Lobbykanäle zu öffnen. Die waren in der CDU gut vernetzt, in der FDP gut vernetzt. Das ging aber nicht, es hat nichts genützt. Die hatten nämlich, wie wir dann später erfuhren, hat der Koalitionsausschuss bereits den Beschluss gefasst, den Vertrag zu kündigen. Ja, und zwar zu einem Zeitpunkt, da wussten wir noch gar nichts davon. Ja, also das war schon interessant, warum das so ist. Und das in der Tat, das ist eine Mischung aus historischen, politikwissenschaftlichen, psychologischen, kulturellen, weiß der Teufel, was für Argumente man da finden kann. Natürlich spielte auch ich eine Rolle. Na, die haben, wobei das Irre ist, die kannten mich ja. Also die Zuständigen, die kamen, es gab eine öffentliche Diskussion in der Phase der Ausschreibung organisiert von der Diakonie. Da habe ich einen Vortrag gehalten in Kiel in einer Akademie. Es gab einen Gegenvortrag, Diskussion. Da waren die zuständigen Referats- und Abteilungsleiter da gesessen aus dem Ministerium. Ich habe die gar nicht erkannt, aber ich wusste das dann. Die haben sich dann vorgestellt. Die wollten überprüfen, was bin ich für ein Typ. Die haben also schon gewusst, dass ich jemand bin, der ist, sage ich mal so, ich würde nicht sagen, dass ich schwierig bin. Aber ich bin, sag mal so, man kann mich nicht einfach um den Finger wickeln, das kann man nicht. Ja? Und wenn zu mir irgendein Staatssekretär kommt und sagt, Herr Opielka, Sie reden nicht mit dem und dem, also angenommen, käme so einer dazu. Ich will jetzt nicht sagen, ob es passiert ist, aber nehmen wir an, dann würde ich natürlich auf keinen Fall sagen, jawohl, Herr Staatssekretär oder Herr Minister, sondern ich würde sagen, ja, ich als Wissenschaftler mache das, was ich für richtig halte. Und zwar im Rahmen des Vertrages, das ist mein normaler Ablauf. Und da ist natürlich schon ein Konflikt. Also die haben natürlich eher die Vorstellung gehabt, und das habe ich unterschätzt, ich hab gedacht, das wäre ein Projekt der Landesregierung insgesamt. Und das war es auch. Es gab auch eine interministerielle Arbeitsgruppe, aber in der hausinternen Verrechnungsstruktur, das wusste ich aber nicht vor, muss ich sagen, wusste ich nicht, war es so, dass man das der FDP gegönnt hat. Die FDP war über das Sozialministerium federführend. Und da muss ich ehrlich sagen, dass die mich genommen haben, war sowieso schon irritierend. Das lag aber daran, dass ich mich mit dem Heiner Gartmuth ganz gut verstand. Das ist eigentlich ein ganz netter. Ich habe ihn bei einem anderen Projekt vorher kennengelernt. Das ist ein ganz netter. Ja, aber der hat ja gar nicht allein was zu sagen. Da sind ganz andere Machtstrukturen noch in der eigenen Partei dahinter. Das heißt, das musst du erst mal durchschauen. Und bis du es mal durchschaut hast, dann merkst du irgendwann, naja, also du kannst ja auch nur begrenzt was machen. Natürlich haben wir aufgepasst, dass wir uns auf keinen Fall juristische Fallstricke, dass uns nichts passiert. Deshalb wähle ich jetzt auch meine Worte sorgfältig. Ja, das ist ja klar. Aber natürlich, dahinter steckt aber auch ein politischer Kampf. Und es gibt eben, es ist wirklich ein Kampf zwischen Beharrungskräften. Es klingt erst primitiv. Das ist wie der Französischen Revolution. Hoffentlich gibt es keine Guillotinen, hoffentlich nicht. Aber zwischen Konservativen und Progressiven, das ist wirklich so. Ja, die einen, die wollen partout nicht, die wollen nicht mal diskutieren über das Grundeinkommen. Das wollen die nicht. Die wollen aber gar nicht diskutieren. Und wenn dann so oberflächlich, wir haben Diskussionen geführt, dann denkst du, hey Leute, man kann doch wirklich ein bisschen weiter nachdenken. Die wollen das nicht. Also du spürst richtig, wie sie sich verunsichert fühlen. Und das ist, glaube ich, so was Tieferes. Und dann merke ich so, weil ich schon so lange im Geschäft bin, denke ich mir, ach ja, warte mal auf die nächste Regierung. Okay. Egal mal, wie das Kind am Ende. Also kann ich was dazu sagen? Bin ich zu hören, ja. Also ich bin grundsätzlich kein Anhänger gewesen, noch nie, auch als junger, unerfahrener Mensch, nicht von Verelendungstheorien. Es gibt für mich in Bezug auf solche Reformzwänge eigentlich so gut wie keine Zwangsläufigkeit. Im schlimmsten Fall kannst du einen Faschismus organisieren oder einen Stalinismus. Also da gibt es eine Menge Spielräume in einer Gesellschaft. Ne? Von da, das glaube ich, da gibt es keinen Zwang. Ich glaube, aber was anderes. Ich möchte auf deine Fragen auch nochmal auf die von Stefan vorher eingehen. Also erstmal glaube ich, wir müssen die Interessenskonfigurationen in der Sozialreformdiskussion klar identifizieren. Das schaffen wir jetzt in der Zeit natürlich jetzt hier nicht, aber in der Tat, die Politiker sind da nicht zu beneiden, die Politikerinnen. Die hängen einerseits zwischen ihren Wählern und andererseits zwischen den lobbyistischen Gruppen, die sie haben, und verschiedenen anderen Stakeholdern, anderen Parteimitgliedern, dann der Exekutive. Und sie haben so viele Faktoren zu berücksichtigen. Und da fühlen sich viele Politikerinnen häufig wie so Sandwiches. Das muss man einfach sehen. Und da eine eigene Position zu haben, eine eigene Linie zu haben, erfordert schon auch Mut. Und es gibt eine Reihe von Politikerinnen, die haben das. Aber ich will nichts, aber es macht es nicht einfach, Politiker zu sein, Politikerin, wenn du so eine klare Agenda hast. Zum Thema Grundeinkommen in der Agenda muss ich sagen, auch nochmal die Anmerkung, es ist ein großer Irrtum, weder Siemens noch Telekom sind an Billigarbeitern interessiert, die zahlen gerade überdurchschnittlich, beide Firmen.
Insoweit sind das nicht diese, sondern das, ob, warum jetzt Höttges oder Käser für Grundeinkommen andere dafür sind, hat die, warum war Götz Werner dafür? Mein Götz Werner, warum sind die dafür? Ich glaube, ein Teil der Motivlagen ist wie bei uns allen, wir sind Funktionäre unserer sozialen Rollen. Die Mikro ausmachen, das stört. Hallo? Ja, also wir sind Funktionäre, aber wir sind zugleich, sind wir auch Menschen, die eine Freiheit haben. Und auch Leute in Funktionspositionen, auch in jeder Partei, haben gewissermaßen Freiheit. Dieter Althaus, der CDU, als er diese Idee des Bürgergeldes, des Grundeinkommens vorgeschlagen hat, habe ich mich an ihn rangemacht, um mit ihm zu kommunizieren, weil ich das zum ersten Mal war in der CDU jemand und leider auch schon lange seitdem niemand mehr, der sich für ein Grundeinkommen einsetzte. Und die faszinierende Sache war, als ich Althaus dafür einsetzte, mit einem gewissen Charisma, stand seine Landespartei mit 3/4 Mehrheiten auf den Parteitagen hinter ihm. Kaum war er weg, war das Thema Bürgergeld, Grundeinkommen auch weg. Also wir leben leider auch in einer Gesellschaft, die charismatisch orientiert ist, wie Max Weber rausfand. Wir zuckeln hinter Leuten her, jedenfalls in der Mehrheit. Und das ist ein Teil der Tragik. Das ist nicht so einfach, das zu lösen. Das können wir heute Abend nicht lösen. Gehe jeder in sich selber. Wo ist er selber eigenständig? Wo ist sie selber eigenständig? Und jetzt habe ich die eine Frage nicht mehr, leider vor lauter Grundsatzfragen. Was war nochmal? Irgendwann war noch eine Teilfrage, die ich vergessen habe. Was war noch der Punkt? Ja, das jetzt hier mit dem Overton-Fenster im Prinzip. Also was du, was ist zu radikal vielleicht auch, um es nach vorne zu bringen? Und ach so, was kann überhaupt tolerieren? Also die Idee des Grundeinkommens ist, da mache ich halt dieses Vierer-Modell auf. 4 Grundtypen der Sozialreform. Da kannst also ein Grundeinkommen kannst du im Milton Friedman-Stil als eine Sozialabbaustrategie verkaufen. Du kannst ein Grundeinkommen einführen, den Leuten geht es danach schlechter. Kannst du auch machen. Ja? Also Grundeinkommen, ich will damit nicht sagen, Grundeinkommen ist neutral, das stimmt nicht. Mit einem Grundeinkommen machst du eine neue Arena auf, du machst eine andere Ebene auf. Ja? Aber wie die dann organisiert ist, das wird wieder in politischen Gemengelage entschieden. Also ist Grundeinkommen nicht? Ist nicht automatisch gut. Nicht automatisch gut. Da ist sehr viel Gutes drin. Ich bin Verfechter des Grundeinkommens. Aber Grundeinkommen heißt nicht automatisch, dass wir eine große Umverteilung haben müssen. Aber ist denn, muss ich kurz mal nachfragen. Nee, ist gut, Marc. Wir haben noch ein paar Wortmeldungen und noch ein paar Minuten Zeit. Ja, das ist ja fast schon ein Schlusswort. Also und zwar, was jetzt Ewart Müller anspricht, das kann ich nicht beurteilen, was du vorschlägst. Die Grundidee, was ich jetzt gerade rausgehört habe aus dieser Bemerkung, ist ja das, was ich im dritten Modell präsentiert habe, nämlich das konservative Sozialstaatsarchitektur zu belassen und sie einfach sozusagen sanktionsfrei zu stellen. Das ist das, was auch jetzt Robert Habeck und was die Grünen ja auch beschlossen haben als eine Linie. Und da gibt es Überschneidungen. De facto ist Hartz IV zurzeit auch sanktionsfrei gestellt im Rahmen der Corona-Epidemie. Da hat man sozusagen die Sanktionen, die arbeitsmarktspezifischen Sanktionen ausgesetzt. Man hat sogar die Einkommensanrechnungen massiv vereinfacht. Also de facto haben wir es zum jetzigen Zeitpunkt eine Art, de facto haben wir so eine Art Grundeinkommen. Die Leute wissen es aber nicht. Ja, so ist es zum Zeit. Aber jetzt kommt der Punkt. Das würde jetzt aber alles, ich muss jetzt wirklich sehr holzschnittartig, sehr grob sagen. Das Problem ist, wenn du das so machst, dann hast du die ganzen Übergänge zu anderen Systemen nicht organisiert. Und dann führt das natürlich zu Ungerechtigkeit. Das sieht man zum Beispiel jetzt bei der ganzen Grundrentendiskussion. Dann kommen dann irgendwann, weil die Grundrente eingeführt worden ist nach dem Heilsystem, dann wird es Hunderttausende von Klagen geben, wo Leute in der Übergangszone sich schlecht behandelt fühlen. Und deswegen, glaube ich, macht es schon Sinn, diese Reformidee, auch die Grundeinkommensidee, systematisch mal zu diskutieren. In der Praxis, später im wirklichen Leben, wird es nie akademisch sauber passieren. Die Wirklichkeit ist immer verunreinigt und deswegen ist sie ja sogar gut. Ne? Wir leben nicht in einer Professorengesellschaft, wir leben nicht in einer Philosophenstaat. Ja? Aber mehr kann ich auch nicht sagen. Also ich weiß ja gar nicht, ob ich wirklich recht habe. Ich kann nur sagen, wir haben uns bemüht, besser als nichts. Ne? Und ihr könnt nachlesen, ob unser Bemühen verdienstvoll war und verdienstvoll sein wird, dann könnt ihr uns eine Mail schreiben und ansonsten werde ich das, was wir heute gemacht haben, online stellen. Ich stelle das meiste online, was öffentlich sich online zu stellen wert ist und ich möchte mich an der Stelle einfach auch bedanken bei Werner, der Mann mit dem weißen Bart, das sieht wirklich eindrucksvoll aus und ich wünsche euch also ich danke erstmal für die muntere Diskussion. Aber wir hätten locker noch länger diskutieren können, aber man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Ich danke dir.